Hallo und ein herzliches Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier zu meinem neuen Projekt, Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Ja, es kam auf die PS4 raus, auf der PlayStation 4 und nun werden wir es gemeinsam spielen. Ich habe es quasi schon, die Demo quasi angezockt, habe mal reingeschnuppert, weil die letzten Yu-Gi-Oh! Leider nicht so tolle waren oder immer mal alle Sachen hatte und das war einfach nicht der Burner. Und die Demo hat mir eigentlich wirklich gefallen, auch ein Kollege habe ich gefragt, wie es so ist und er war auch voll überrascht, wie gut es sei. Schauen wir mal, ob es wirklich so toll ist, wie es jeder sagt. Ja, und zwar muss man auch das kaufen, hat ja gekostet. Gab es noch einzelne Packs und so, dass man die Erweiterung hat, die habe ich mir alle geholt natürlich und hier kann man wirklich alles spielen. Lustig ist halt wirklich, wenn man die Story spielt, man kann ein eigenes Deck machen oder halt das Originaldeck spielen von den Leuten und das ist halt das Tolle dran. Wir spielen eigentlich nur die Story-Modus durch und dann schauen wir mal, ob wir was anderes nachher machen, aber erstmal Einzelspieler-Modus und die Stories durchspielen. Ganz normal, die Kampagne-Tutorial brauchen wir ja nicht. Denn hier seht ihr, was es gibt. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! GX, Yu-Gi-Oh! 5DS, Yu-Gi-Oh! XXL und Arc 4. Ja, das sind die quasi Stories. Wir gehen alles durch von Anfang an, vom alten Yu-Gi-Oh! Bis zum ganzen neuen. Und ich habe schon so Angst vor den letzten zwei, oder besser gesagt, den letzten drei, da habe ich Yu-Gi-Oh! Eigentlich nicht mehr wirklich gespielt. Und da wird es mich grauen. Da werde ich sicher sehr schwer haben. Die ganzen neuen Karten kenne ich nicht. Aber Anfang kein Problem. Wir fangen an mit Yu-Gi-Oh! Mit den Serien, die wir abschließen können, die Kampagne, die ihr links seht. Und da fangen wir ganz normal Yu-Gi-Oh! Königreich der Duellanten fängt das erste Duell an. Das Yugimoto gegen... Wie heißt er nochmal? Der durchgeknallte? Na? Lade Yu-Gi-Oh! Geschichte. Wir schauen rein. Ja. Die Geschichte von Yugimoto beginnt in der Domini High School, wo Duelle Monsters, das heißt ein Kartenspiel der Welt, der letzte Schrei war. Yugi war der beste Duellant und sein Freund Joey wollte unbedingt lernen, wie man sich duelliert. Also unsere Geschichte von Yugimoto beginnt, wie Yugi seinen Freunden Joey, wie auch Thea und Tristan die Regeln von Duell Monsters beibringt. Hey Joey, du bist dran! Ha, ist das süß, wenn er nachdenkt. Tristan, Yugi bringt mir bei, wie man Duel Monsters spielt. Trollig Monsters. Duel Monsters, du Dummkopf. Sie wollen das schon seit Stunden. Joey fängt das Spiel zu verstehen, aber Yugi ist ein Experte. Okay, Yugi, Zeit für ein Duell. Ja, und so wird das erste Duell beginnen. Und wir beginnen. Das ist quasi das Tutorial für den Anfang. Wow, das war ein ergreifendes Intro. Kann sie eine Geschichte erzählen. Grüß dich, Duelland. Ich bin Teil des WTM-Spielsimulators. Ich wurde promoviert, die richtigen Duelle beste Praktiken zu unterrichten. Also fangen wir an. Ja, das lese ich nicht durch. Jeder, der Yu-Gi-Oh! Mal gespielt hat, weiß, wie halbwegs es geht. Und daher, Mainphase, lass uns gleich lernen, wie man Monster, ja, bla bla bla. Wir können setzen. In Verteidigungsmodus. So einfach geht es. Nun lass uns die Phase nur Endphase. Nein, ich will aber nicht. Lass mich nicht. Ich will Endphase. Okay. Joey, mach deinen Zug. Ja, das habe ich auch einfach gespielt, der Demo. Das war ein bisschen langweilig. Wir sind so, Naja, er greift an. Yeah! Endphase, Zug. Alan, Draw Face. Mainphase, herzlichen Glückwunsch, du hast den ersten Angriff überlebt. Ja, lass mich erklären, was passiert, wenn ein Monster Verteidigungsposition angreift. Die Angreifattacke wird verglichen mit dem Death-Wert des Verteidigers. Wenn das angreifende Monster einen geringen Wert hat, nimmt er bis des Angriffs Schaden in der Differenz. Wenn das angreifende Monster einen größten Wert hat, wird das Verteidigungsmonster zerstört. Als nächstes werden wir eine Zauberkarte und Fallenkarte spielen. Diese Karten werden Zauberfallen ganz gespielt. Grüne Zauberkarten können sofort gespielt werden, aber die meisten können nur in Mainphase MP1 oder Mainphase 2 gespielt werden. Du kannst sie auch setzen und deinen späteren Zeitpunkt aktivieren. Wir aktivieren hier. Alle Monster kriegen nach Battlephase 200 Attacke. Rosa Fallenkarten können aktiviert werden, wenn es dein Zug ist und während des Spielzugs der Gegner. Aber du musst zuerst verdeckt auf dem Spielfeld setzen. Du kannst eine Fallenkarte nicht im gleichen Zug aktivieren. Bla bla bla. Wir setzen Ruf der Gejagten. Nun lass uns fertig machen zum Angriff. Wir müssen... den Kleinen in den Angriffmodus setzen. Ich will doch gar nicht. Wieder wechseln in den Angriffsmodus. Ja, lass uns den jungen Angriffspuls verschwören, sodass du... Ninkun-Hu! Ninkun-Hu! Ja, alles Angriff für Angriff, lass uns die Battlephase beginnen. Battlephase. Greifen mit in den Hund an, der seine Attacke erwehrt. Zack! Und ich sag, oh, wir können Joey direkt angreifen. Was für ein Wunder. Wer hat's gedenkt? So,
Zug beenden. Endphase. So, dann mach mal, Joey. Mach deinen Zug. Und er setzt einen verdeckt. Oh mein Gott. Zug ändern. Wir ziehen eine Karte. Wir gehen natürlich. Und Joey hat keine Chance. Lass ihn fertig machen. Zu dem Zug werden wir einen Monster beschwören. Bis jetzt hast du nur Monsterschuhe 4 oder darunter verwendet. Um ein Monsterschuhe 5 oder 6 zu beschwören, musst du ein Monster als Tribut einsetzen. Setzt ein Monster eine Spielfeldseite als Tribut. Okay, du musst ein Monster als Tribut einsetzen. Wähle Ninken Hund. Okay. Ninken Hund als Tribut. Warum machen wir das? Werdet ihr dir gleich sehen. Gravitsturzdrach. Oh, wenn du die Kartenbeschreibung auf den linken Seite liest, kannst du sehen, wann Gravitsturzdrach einen Effekt du triggerst kannst. Lass uns das jetzt tun. Wir triggern seinen Effekt. Das heißt, wir zerstören eine Magiekarte, Magic-Karte und machen einen Monster kaputt. Pam! Als Kette werden wir nun Ruf der Gejagten aktivieren. Zack! Und werden den Ninkun-Hund wieder zurückrufen. Als Kette werden wir 700 TK war Kaltiger Voranstürmer. Wen geben wir das denn? Ihm hier. Er kriegt nochmal 700 ATK dazu. Zack. Und der Hund kommt. Zack, zack, zack. Jetzt sind wir bereit zum Angriff. Ich beende einfach den Zug. Nein, Battlephase. Und das reicht genau, damit das Duell fertig ist. Wow, was für ein Tutorial. Der Hammer. Zack. Und genau noch 3100 hat er. Was für ein Zufall. Gut. Das war's Tutorial. So ist das halt. Ach was, eine Karte so mächtig mischt mich völlig aus. Boah, du stinkst im Spiel, Joy. Du warst gut, Joy. Ich habe nur bessere Karten. Mein Großvater besitzt ein Spielgeschäft und ich komme alle meinen besten Karten von ihm. Dein eigenes Spielgeschäft? Wurf, warten wir, lass uns gehen. Okay, vielleicht kann ich sogar mein Großvater dazu bringen, uns diese super seltene Karten zu zeigen, die er hat. Sie ahnt nicht, dass jemand das Gespräch mit jemand, der nicht an seiner seltenen Karte suchte, um sie zu einer Sammlung hinzufügte. Seto Kaiba. Ja, man kriegt hier natürlich Sachen. Ja, neues Duell, neuer Duelland kriegt man. Ein Kartendeck von Joey Wheeler. Ein Axträuber haben wir gekriegt. Das, wenn man ein eigenes Deck bauen möchte. Ganz praktisch. Auf jeden Fall. So, weiter. Das Herz der Karten. Das nächste. An diesem Nachmittag, Yugi und seine Freundin gingen zu Großvaters Spielgeschäft. Yugi wollte seinen Freunden einen Großvaters wertvollsten Besitz zeigen. Großvater, könntest du meinen Freunden und deinen Fantasie super seltene Karten zeigen? Seltene Karten? Du meinst spezielle Karten? Hm? Bitte, bitte! Ha, wie kann er mich weigern? Ihr Kinder habt Glück, ihr nehmt diese Karten nicht so oft raus. Bereit, hier ist der blauäugige weiße Drache, so selten, so mächtig, ich lasse ihn nie aus meinen Händen. Diese Karte ist unbezahlbar, es gibt nur 4 von ihnen in der ganzen Welt. Plötzlich rannte er mit Schill in das Geschäft. Sein Name war Seto Kaiba, der junge Geschäftsführer der Kaiba Corp. Er hatte Karten gefunden, nach der er gesucht hatte. Nenn deinen Preis für den Blauigen. Ich kann alles, wonach du fragst, zahlen. Ich bin sicher, du könntest, aber diese Karte ist für mich sehr wert. Also lass uns jemals bieten könntest. Ja? Senila, alter, na. Kaiba stürmt aus Großvaters Geschäft. Das Team war verwirrt von Kaibas Besessenheit mit dem blauigen weißen Drachen. Am nächsten Tag, als Yugi mit seinem Freunden zurück in das Geschäft kam, war sein Großvater verschwunden. Als das Telefon klingelte, war es Kaiba auf der anderen Leitung. Spottend Yugi, dass er seinen Großvater entführte und brachte ihn zu Kaiba Corp. Yugi, seine Freundin eilten zu Kaiba Corp und fanden Großvater besiegt, liegend auf dem Boden. Großvater, alles in Ordnung? Yugi scheiterte wohl den jungen Kaiba den Lektionen über das Herz der Karten und urteilten, aber ich verlor. Großvater, wie geht es dem alten Mann? Hm? Kaiba, du Widerling, was hast du mit ihm gemacht? Wir hatten ein Duell, das ist alles, wo jeder von uns eine wertvollste Karte des Preis setzte. Aber ich glaube, gegen einen Champion zu spielen, ist einfach viel zu Simulation für den alten Nah. Kaiba, du solltest dich schämen. Na, schau, den süßen Preis, den ich gewonnen habe. Kaiba hielt den bläugen weißen Drachenkarte doch in den Riss in den zwei Hälften. Großvaters wertvollste Karte. Die bläugige weiße Drache ist eine seltene und mächtige Karte und er wird nie gegen mich verwendet werden. Mein bläuiger Wasserdrache, mein Schatz! Großvater, halte durch! Wie konntest du etwas tun? Yugi, nimm das! Herr Großvater? Ich habe dieses Deck gebaut, ich lege meine Seele in die Karten und ich habe ihr alles beigebracht, was ich weiß, Yugi. Nimm meine Karten und lehre Kaiba Respekt für das Herz der Karten zu haben. Okay, Großvater, das mache ich. Bist du bereit zu spielen, Kümmerling? Spielzeit ist vorbei, Kaiba. Hä? Kaiba war überrascht von Yugis plötzlichen Transformation. Es schien, als wäre er ein anderer Mensch geworden, als wäre er mehr selbstbewusst und stärker als zuvor. Kaiba, ja, bereite dich vor, jetzt ist Zeit für ein Duell! Ja. Und hier kann man selber aussuchen, das finde ich das Großartige dran. Einmal ein eigenes Deck oder dieses Geschichte-Deck. Und wir machen das Geschichte natürlich. Wir spielen die Story normal durch. Wie auch die Fernsehserie damals war. So, wir machen Schere, Stein, Papier. Leider gewinnt er. Das war eigentlich auch schon so vorprogrammiert. Das ist egal, was an dem er gewinnt. Schauen wir mal. Und wir haben ein cooles Deck, das Herz der Karten,
Das Herz der Karten muss man dran glauben. Habe ich die gleichen Schneider? Ich habe damals jetzt andere Karten wieder vor. Krass. Also ist nicht vorprogrammiert. Cool. Wir haben ein cooles Deck. Es geht mehr auf die Verteidigung. Ihr spielt als erstes Topf der Gier. Woo! Nämlich, wir haben, kann ich eigentlich schon verraten, wir haben das Exodia-Deck. Voll geil. Finde ich eigentlich echt nice. Und wir müssen eigentlich nur alle Exodia-Teile kriegen. Oh, Battlephase, ja genau. Endphase bitte. So. Schauen wir mal. Das spielen wir nur mit Anfangregel, wo manche Karten nur einmal spielbar sind, zweimal spielbar sind, dreimal spielbar sind. Später sind sie ja verboten. Zug ändern. Prophets. Und ein Exodia-Teil. Das ist cool. Das ist echt fantastic. Der hat 1-3. Wir setzen Sangan. Ja, mit Sangan kriegen wir noch mal einen Teil. Endphase. Okay, er hat 70 Lebenspunkte. Das interessiert mich nicht, Seto Kaiba. Es interessiert mich nicht. Mach einfach einen Zug und stirb dann. Kampfochse. Und zack. Tschüss, Sangan. Wir nehmen ein Teil. Und zwar, wir nehmen den Kopf. Schon mal. Zack. Juhu. Mischen, mischen, mischen. Er wird wahrscheinlich in der nächsten Runde, wenn ich Pech habe, den weißen Drache mit eiskalt den Blick spielen. Aber das wird mich wahrscheinlich nicht interessieren. So, der hat nur 1-2. Ja, ich habe auch nur 1-2. 1-2, 1-5. Ja, das ist halt auch so eine Sache. Ich habe halt nur Scheiße. Setzen. Wir setzen einfach mal Lichtschwerter. Schauen wir mal, was passiert. Mich gar nichts. Endphase. Viel Spaß. Und? Kein weißer Drache mit Eisgold im League. Hä, mein Freund? Einmal Zug ändern. Nochmal Lichtschwerter. Das ist natürlich praktisch. Wir beschwören jetzt einfach mal. Jupp. Geht bitte weg. Zack, wilder Kaiser. Da habe ich früher noch solche Karten gespielt. Und jetzt spielt man solche Karten nicht mehr. Voll krass. Und das hast du. Na, okay. Angreifen. Annullieren. Endphase. Du darfst. Komm, bring deinen weißen Drachen mit eiskalten Blick. Ich will ihn sehen. Oder auch nicht. Er zeigt mir einfach nicht. Warum zieh ich so scheiße? Vollbehindert. 1-2. Ich kriege nicht mal kaputt. 1-2. Wir setzen einfach mal den verdeckt. Auch wenn das Schwachsinn ist, Battlephase. Und angreifen Energie. Mach deine Fallenkarten weg, komm. Hallo, ich habe keinen Angriff wirklich. Und du? Keine Maske, gar nichts. Du guckst blöd. Topf der Gier. Okay, und? Noch kein weißer Drache mit eiskaltem Blick. Schlecht, ich kann einmal Raketti spielen und zack, wäre alles weg. Bannkreis. Bannkreis. Boah, ich könnte ihn so demolieren. Boah, das war eigentlich gar nicht so schlecht. Ich könnte ihn eigentlich so dermaßen... Mache ich jetzt. Zack. Ich beschwöre. Ich spiele Raketti. Bam, bam, bam. Die mächtigste Karte damals. Fand ich voll geil. Flip-Beschwörung. Battle-Phase. Und Angriff. Nein. Nein. Angriff. Pam. 1-3. Und Pam. Und nur noch die 1-8. Pam. Oh, Seto Kaiba. Langsam solltest du dir Gedanken machen, was du machst. Hä? Und Bankreis setzen. Falls das ist. Ich bin geschützt. Ja, da keine Chance. In der Demo habe ich mit Exodia gewonnen. Das war's coole da. Guck mal, ob ich es hier mit Angriff schaffe. Nein. Ja, das ist halt nervig. Im Dreckszug kommt eine Drecksfeinkarte. Und wahrscheinlich kriege ich ihn so kaputt. So, und keltischer Wächter. Nein. Battlephase. Nein, ich möchte nichts aktivieren. Der Stärkste greift an. Nein. Ha! Oh, Fallenmeister. Nein, mein Bannkreis. Bam. Kaputt. Tja, shit happens. Aber, Seto Kaiba. Ich hab dich demoliert.
Ja, der kriegt dich noch Angriff. Kriegst mehr ATK auf die Nase wie sonst was. Angriff! Pam! Und gewonnen! Wuhu! Du spielst doch mit Match, Kyber, deshalb hast du verloren. Aber wenn du ein Herzspiel setzt, gibt es nichts, was du nicht tun kannst. Die Ergebnisse des Duells verbreiten sich schnell und ein mysteriöser, einäugiger Mann bekommt die Siegnachricht von Yugis. Mir erscheint, dass Kyber-Junge in einem Duell besiegt wurde. Ich muss mehr über diesen Yugi-Moto erfahren. Und da kriege ich wieder Sachen. Ja! Und Signaturkarte, Kartenpreis, ein Gin. Ein Gin. Ja, und so geht dann das nächste Match. Und das ist der Käfersammler, den er kennt, der Käfer. Yugi Duelland, den hat er schon mal gekämpft in der Serie und den werden wir im nächsten Part erledigen. Ja, ich hoffe, der erste Part hat euch gefallen und im nächsten Part seid ihr hoffentlich wieder dabei. Lasst da mal einen Kommentar, wie es euch gefallen hat und schaut im nächsten Part wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao!